Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Review. Ja, wir haben heute den Film Transformers, Ära des Untergangs. Ich habe mir diesen Film am 16. Juli 2014 angeguckt und da war Vorpremiere in Österreich und in Deutschland. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und ich muss sagen, ich war einfach nur geflasht. Ich werde euch jetzt ein bisschen was über den Film erzählen, was ich gut fand, was ich eventuell nicht so gut fand. Und zwar habe ich hier die Wikipedia-Seite offen und kann euch dann schon mal die Sachen sagen wie Länge, weil das weiß ich alles nicht auswendig. So, also. Transformers, Ära des Untergangs. Er ist ab 12 Jahren freigegeben, dauert 165 Minuten. Und, also circa 2,5 Stunden und so weiter. Und, die Besetzung war natürlich die Nicola Peltz, die hat gespielt die Tessa. Der Jack Raynor hat den Shane gespielt. Die Kelsey Grammer hat den Harold Ettinger gespielt. Beziehungsweise den Harold Ettinger. Aber ich glaube, dass euch mehr die Transformers interessieren, und zwar Peter Cullen hat den Optimus Prime eben synchronisiert, der Robert Foxworth den Ratchet, der John Goodman den Hound, den John DiMaggio den Crosshairs und den und der Ken Watanabe, keine Ahnung, Drift, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, es tut mir leid, dann den Galvatron hat der Frank Welker synchronisiert und der Mark Ryan noch den Lockdown dazu. Ja Leute, ich versuche euch einfach immer die Transformers einzublenden, damit ihr wisst, wer welche sind. Und zwar, hier gibt es jetzt keine kurze Handlung, hier gibt es noch gar keine Handlung, deswegen erzähle ich euch jetzt einfach mal den Film aus meiner Sicht. Und zwar, man hat gemerkt, dass es eine Fortsetzung aus dem letzten Transformers-Film war, also aus dem Transformers 3-Film, denn dort ging es ja dann darum, quasi, da waren noch die alten Schauspieler, also der Shia LaBeouf als Sam Witwicky, und ich muss einfach sagen, die haben das Ganze jetzt ein bisschen nochmal neu erzählt, aus dem Grund, da eben neue Schauspieler dabei waren. Fand ich echt cool, also ich fand die Schauspieler richtig cool, hat mal wieder was Neues gebracht. Und da war es dann eben so, im letzten Teil gab es ja eben über New York und so weiter diesen riesigen Angriff gegen Sentinel Prime von den Autobots her, weil die wollten ja den Planeten der Decepticons auf die Erde bringen. Und das haben eben die Autobots dann verhindert und hier ging es dann weiter. Da aber so viel von der Stadt zerstört wurde, wurde der Pakt zwischen Autobots und Menschen entfernt. Das bedeutet, sie durften einfach nicht gesehen werden, sonst wurden die mitgenommen und eingeschmolzen. Das bedeutet, sie mussten sich ständig tarnen, sie mussten sich immer verstecken. Eines Tages war eben dann der, wie hieß er nochmal? Wie hieß der denn nochmal? Ich glaube, das war der Shane Dyson. Nein. Genau. Der Kate. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, der Kate Jäger. Was? Mark Wahlberg hat das selbst mitgespielt? Ich dachte, das ist der... Ich bin so doof. Genau, Leute. Die Regie hat der Michael Bay gemacht. Und jetzt habe ich den total verwechselt. Und zwar, ja, der Mark Wahlberg hat den Kate Jäger gespielt. Und ich muss sagen, der hat das einfach gut gemacht. Und da ging es jetzt eben darum, der war in so einem alten Kino quasi und er ist nämlich so ein Händler, der Schrott kauft und da hat er sich dann eben so einen alten Truck gesehen, der eventuell einiges an Geld bringen konnte, denn die hatten nicht viel Geld, er musste seine Tochter irgendwie durchs Abitur bringen und
ja, das war alles so ein bisschen kompliziert, die hatten überhaupt kein Geld. Dann hat er den Truck einfach mal mitgenommen und wollte ihn reparieren. Und auf einmal fiel ihm auf, dass es gar kein normaler Truck war. Das war nämlich ein Transformer. Und das war eben dann Optimus Prime. Er hat ihn dann eben repariert. Und ja, dann kamen eben die Autobots wieder so mit ins Spiel. Und das Lustige daran war, dass in diesem Film nicht die Decepticons, die echten Decepticons, die Gegner waren, sondern es waren von Menschen erstellte Transformer, ja. Also es war so, die Menschen haben DNA bzw. das Metall, das sie gefunden haben, der Decepticons genommen und dadurch neue, stärkere Transformers gebaut, die die Autobots auslöschen hätten sollen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist wirklich eine coole neue Idee. Ich fand auch generell diese Effekte richtig gut. Ich habe ihn mir in IMAX 3D angeguckt und war richtig geflasht. Also das war wirklich ein richtig geiler Film. Also den müsst ihr euch zu 100% angucken. War einfach richtig cool. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern. Der Film ist erst seit ein paar Tagen draußen. Deswegen, Leute, ja, ich sag mal so, die 2 Stunden, die 2,5 Stunden im Kino vergehen wie im Flug. Der Film war nämlich richtig geil. Ja, die Besetzung ist cool, die Synchronisation hat gestimmt. Die ganzen Transformers, sag ich mal, haben einen neuen Look bekommen. Sie sehen ein bisschen neu aus. Und das erste Mal sind jetzt auch die Dinobots zu sehen. Die kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Transformers-Fans seid, aus Animationsfilmen. Auf jeden Fall seid gespannt, was da noch mit den Dinobots passieren wird. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ich gebe den Film 10 von 10 Sternen, denn er hat es meiner Meinung nach einfach nur verdient. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, das war es jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat die Movie Review gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Ich bin übrigens jetzt wieder zu Hause. Für die Leute, die mich jetzt nur kannten, als ich in Salzburg war. Hier bin ich zu Hause und hier werde ich jetzt auch die nächsten Millionen Jahre lang aufnehmen. Auf jeden Fall, ja. Könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, ob ihr ihn sehen wollt. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, war's das schon. Haut rein und ciao.